Jetzt möchte ich erneut ein Diagramm darstellen, in dem ich Daten plotte, wieder aussuchen kann, was auf den X- und Y-Achsen ist und welche Daten dargestellt werden sollen. Das Ganze soll jetzt aber noch flexibler gestaltet werden. Dazu importieren wir erstmal die üblichen Packages. Das habe ich ja schon mal gemacht, jetzt, damit es etwas schneller geht. Dann brauchen wir zum Darstellen ein paar Daten. Also mache ich ein DataFrame und importiere mit PD, also Pandas, und dann read CSV und hier aus Data zum Beispiel diesen Buster Creighton CSV. Schaue ich mir das mal an, wie da die Kategorien sind dieser Datenbank, also Columns, und dann sehe ich die hier, die sehe ich nicht so gut, deshalb mache ich hier mal to list und dann sieht man das Ganze schon besser und dann sehe ich, wie hier die ganzen Kategorien lauten und die möchte ich dann nachher gerne plotten. Jetzt kann man hier vorne, wenn man hier vorne reingeht und hier klickt, das Ganze erweitern oder wieder verkleinern oder per Doppelklick ganz klein machen. Das ist sehr praktisch, das nur am Rande. So, jetzt wollen wir mal plotten. Und dafür brauchen wir ja, ich mache jetzt erstmal Plot, einen Scatterplot und dann soll hier aus dem DataFrame zum Beispiel Silizium geplottet werden gegen DataFrame und dann hier Magnesium. So wähle ich ja die einzelnen Spalten aus, beziehungsweise alle Daten, alle Siliziumdaten, alle Magnesiumdaten. Und dann soll das Ganze dargestellt werden und das funktioniert dann auch. Jetzt möchte ich es flexibler gestalten, also das hier soll das X-Element sein. Also X. Das Hoch-X-Element ist gleich Silizium und Y-Element soll sein Magnesium. Also steht hier Y-Element und dann sollte das Ganze wieder funktionieren. Und jetzt möchte ich das interaktiv machen, dass ich aussuchen kann, welche Elemente geplottet werden. Und dazu schreibe ich hier einen Befehl. Also dieser Plot soll jetzt in einen Befehl rein, zum Beispiel Plot Data, X-Element und Y-Element. Doppelpunkt und dann muss ich es einrücken. Und dann sollte eigentlich dieser Befehl, wenn ich jetzt hier eingebe, Silizium gegen Magnesium, dann auch wieder plotten. Jetzt brauche ich das hier oben nicht mehr, weil das steht jetzt hier in dem Befehl drin, beziehungsweise wird hier dann hier rein übergeben. Also brauche ich das nicht mehr. Funktioniert alles wunderbar. Jetzt hätte ich natürlich gerne das, oder jetzt mache ich den Interact. Jetzt kann ich ja dann den Interact machen. Also schreibe ich hier Interact. Und dann ist das hier der Befehl pData. Und jetzt soll sein X-Element ist gleich Silizium. Und Y-Element ist gleich Magnesium. Füge ich das aus. Funktioniert. Nur kann ich hier nicht viel auswählen, weil im Moment ist X-Element nur Silizium, Y-Element nur Magnesium. Das kann ich ändern, indem ich hier zum Beispiel hinschreibe, Elementlist und daraus mache ich eine Elementlist ist gleich und dann schreibe ich hier rein Silizium und Magnesium und dann soll auch bei Magnesium die Elementlist sein. So, und dann habe ich die Auswahl zwischen Silizium und Magnesium. Immerhin sieht schon besser aus. Jetzt hätte ich aber gerne eigentlich diese gesamte Liste, die ich hier oben sehe. Ja, das sind jetzt alle diese Elemente, das sind alles die Kategorien, die irgendwie Daten haben. Aber hier sind auch Sachen dabei, wie zum Beispiel Location, Longitude, das will ich alles nicht. Das heißt, ich will eigentlich nur den Teil von Silizium bis, sagen wir mal, zum Beispiel Uran haben. Wie kriege ich das hin? Ich nenne das Ganze hier mal kurz einfach nur Cut für Categories. Und dann hat mir den Befehl kennengelernt, Index, dann mache ich hier cat index und schreibe hier rein Silizium und dann kriege ich raus 27, also an Stelle 27, das Ganze mache ich auch für Uran und dann kriege ich dann raus 144 und dann kann ich den Part-Befehl nehmen und schreibe hier rein zum Beispiel 27 bis 144, dann kriege ich die ganzen, oder ich könnte sogar machen, das Ganze hier vorne rein und das Ganze hier hinten rein. Und dann kommt das Gleiche raus, die ganzen Elemente von Silizium bis Thorium, das ist exklusiv, das heißt, hier hinten muss ich zu dem Index noch ein 1 hinzufügen und dann ist es bis
Uran. Wunderbar. Und das Ganze nenne ich dann ElementList, ist gleich. Also wenn man das jetzt anschaut, sieht das wieder so aus. Prima. Und diese ElementList kann ich jetzt nehmen, beziehungsweise muss ich gar nicht mehr nehmen, sondern ich lösche das hier einfach nur. Und dann ist diese ElementList hier natürlich diese da. Das heißt, ich führe das aus. Und jetzt habe ich hier diese gesamten Elemente drin aus der Kategorie. Und so habe ich natürlich sehr viel schneller, ohne dass ich mir jetzt die ganzen Elemente raussuchen muss, habe ich alles, was ich will, kann hier aussuchen, was hier geplottet werden soll. Falls Daten vorhanden sind, für Bohr gibt es jetzt vielleicht keine Daten, nehmen wir mal Chrom, auch nicht. Für Calcium gibt es vielleicht welche und so weiter. Oder seltene Erden unten kann man schauen und so weiter. Und, okay, ist klar. So, jetzt möchte ich das nicht nur flexibel haben für die Elemente hier, sondern auch für dafür, welche Daten dargestellt werden sollen. Im Moment ist das PastaCraton. Aber es gibt noch ein paar andere Datenfiles und die möchte ich auch darstellen, je nachdem abhängig davon, welche vorhanden sind. Und dazu habe ich einen Ordner angelegt, in dem ich mehrere Dateien reingelegt habe und den wollen wir uns mal anschauen. Nicht in Finder oder Explorer, sondern hier in Python. Und dazu brauchen wir zuerst ein weiteres Package, das heißt import os für Operating System wohl, das führe ich aus. Und dann gibt es den Befehl os list dir. Und dann gebe ich noch an wo, zum Beispiel in Data. Und jetzt bekomme ich alle Dateien, die im Ordner Data liegen. Also Data muss natürlich in dem Ordner liegen, in dem das Notebook hier liegt. Und dann bekomme ich das, wenn ich hier gar nichts reinschreibe, bekomme ich das, was hier in diesem Ordner selbst drin liegt, in dem auch dieses Notebook drin liegt. Ich bleibe mal bei Data. Jetzt habe ich aber einen weiteren Ordner hier drin angelegt. Und das sieht man hier. Das ist dieser GeoRockData und jetzt will ich mal in den reinschauen. Also füge ich den hier an, GeoRockData. Und hier habe ich jetzt lauter Dateien drin, die Daten enthalten, also lauter kleine Datenbanken oder Datensätze, wie auch immer man es nennen möchte. Aber jetzt sieht man, hier gibt es auch welche, die heißen XLS. Ich will aber nur CSV haben. Und deshalb wähle ich die aus mit einer kleinen Vorschleife, also vor i in. Und jetzt in diesem Ganzen, weil das ist ja nichts anderes als das. Und jetzt schreibe ich hin, wenn i Punkt und dann ends with CSV ist, also wenn in i, in dem Element i, also im ersten Element i, dieser Name mit CSV endet, dann soll das mal gedruckt werden. Ausgegeben werden. Ja, für den Doppelpunkt, so. Deshalb war es auch nicht eingerückt. Und jetzt sind nur die CSV-Dateien da. Wunderbar, das ist genau das, was ich will. Und das soll jetzt auch eine Liste geschrieben werden. Deshalb dem Ganzen gebe ich jetzt mal zum Beispiel eine Liste mit File-Names ist gleich diese Liste. Da mache ich hier nicht Print, sondern ich mache F-Names Append. Und dann sollte, wenn ich das jetzt hier ausführe, sollte fnames genau diese Liste sein. Wunderbar, genau was ich will. Jetzt mache ich daraus einen Befehl, dann kann ich sie mal leichter benutzen und nenne den Befehl vielleicht dir-files für directory-files. Also ich muss def dir-files. Hier kommt dann, gebe ich zum Beispiel an, das Directory, also vielleicht File Directory und vielleicht auch das Ending, also dieses CSV, nenne ich mal Ending. Das heißt, das hier ist das Ending und dieses fdir ist das da, das kopiere ich gleich mal. Und dann muss ich alles, dann brauche ich hier einen Doppelpunkt, muss alles einrücken. Ich glaube, jetzt habe ich es zu weit eingerückt. Eins zu weit. Und dann brauche ich ein Return. Return fnames. So, und dann mache ich dir Files und gebe das Verzeichnis ein und CSV. Und dann bekomme ich wieder genau diese Liste. Wunderbar. Jetzt habe ich mir einen kleinen Befehl gemacht, um die Liste der Dateien mit CSV-Endungen
aus diesem Directory herauszulesen. Und das Ganze nenne ich jetzt, was diese Liste nenne ich jetzt Data Files. Ist gleich das. Okay, das lassen wir jetzt hier mal so stehen und gehen hier zurück zum Interact. Das hatte ich gesagt. Schön wäre es, wenn ich mir jetzt hier aussuchen könnte, welche Dateien hier dargestellt werden. Also dieser nicht nur Buster-Creator, sondern vielleicht auch andere. Jetzt kann ich ja, oder mache ich vielleicht mal als erstes, ich schreibe das nicht hier oben rein, sondern das ist Teil des Befehls, meines Plot-Befehls, dass dieses Buster-Creator reingeladen wird. Also ich führe das aus, funktioniert. Dieser Befehl ist ja unabhängig vom Interact, der wird ja nur einmal geladen, deshalb brauche ich den eigentlich auch nicht doppelt, sondern schreibe den hier einfach drüber rein, so führe ich den aus und dann kann ich den Befehl hier in Interact, hier steht er dann drin, benutzen und dann funktioniert es. Wunderbar. Jetzt möchte ich nicht nur, dass hier Buster Gradient steht, sondern auch vielleicht was anderes. Das heißt, ich brauche ein weiteres Dropdown-Menü und hier schreibe ich mal rein, Select Data ist gleich Data Files. So, und in dieses Data Files, dieses Data Files ist jetzt eine Liste mit Namen, also mit solchen Namen hier, Buster Creatoren, Tanzania Creatoren und so weiter. Und zwar genau das hier. Ja, wenn ich das hier nochmal zeige, genau diese Liste soll hier dargestellt werden. Und diese Liste heißt ja schon Data Files. Das heißt, ich kann die ausführen. Ich führe diesen Befehl hier aus und auch dieses Data Files hier. Und jetzt ist noch, habe ich vergessen, es hier reinzuschreiben, Cell Data. Und ich habe vergessen, beziehungsweise das hier muss ich auch anpassen. Hier muss natürlich dann stehen GeoRock Data. Und dann plus self-data. So, ich zeige gleich, was jetzt hier passiert. Jetzt steht hier oben, jetzt haben wir als erstes mal diese Liste. Das ist genau diese Liste, die wir hier hergeholt haben. Das ist diese Liste aller CSV-Dateien in diesem Ordner. Ja, ich kann es auch hier nochmal zeigen. Diese ganze Liste. Und diese Namen, also dieser Name, dieser Dateiname, um genau zu sein, dieser Dateiname, der wird jetzt hier angehängt. Hier an dieses Verzeichnispfad kommt hinten noch dieser Dateiname dran. Und das wird dann importiert und dargestellt. Ja, wenn ich das ausführe, habe ich ja schon mal, damit es dargestellt. Dann mache ich das hier nochmal kurz weg. Das ist ein bisschen kompakter und dann sehen wir schon, wie kompakt das ganze Programm ist. Das hier, wenn man genau hinschaut, kann man hier ein paar Sachen auch noch weiter rauslöschen. Mache ich jetzt nicht. Und jetzt haben wir hier ein sehr flexibles Programm. Jetzt kann ich hier hingehen und sage zum Beispiel Aluminium gegen Silizium und nicht von Buster Creatoren, sondern von diesem Easter Seamount oder MA Shan oder Banda Arc oder was weiß ich. Und das Schicke ist, wenn ich jetzt in genau diesen Ordner hier eine weitere Datei reinkopiere, erscheint die automatisch hier. Also muss ich es nochmal laden. Also dieses Datafiles, das muss nochmal ausgeführt werden. Aber dann erscheint es hier mit in dieser Liste und ist dadurch nochmal sehr viel flexibler geworden, was natürlich super schick ist. Es ist auch tatsächlich so, dass völlig egal ist, wie jetzt in den einzelnen Dateien diese Kategorien hier, was für eine Reihenfolge die haben. Tatsächlich ist es auch so, dass ich mal für Seychellen, wenn man in die Datei reinschaut, wird man sehen, dass die Kategoriennamen eine andere Reihenfolge haben als in allen anderen. Das spielt aber keine Rolle, weil er hier nur geschaut wird, wenn ich hier Mangan auswähle, wo das in der Seychellen-Datei ist, aber nicht an welcher Stelle. Und damit bekommt man hier ein super flexibles Programm, das insgesamt relativ kurz ist. Wie gesagt, ich könnte es noch ein bisschen weiter einkürzen, mit dem man sehr viele Dateien gleichzeitig darstellen kann. Ich könnte es so aufbauen, dass ich noch mehr darstellen kann und sowas. Und das Ganze enorm flexibel ist. So viel also noch zur weiteren Dynamisierung und Flexibilisierung der Datendarstellung.